Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Das muss ich kurz überlegen, was ich spiele tatsächlich. Wir waren stehen geblieben bei Der Geist der Finsternis offenbart. Und wir sehen schon an dem Schatten rechts, wir spielen wieder gegen Bakura. Jetzt war Zeit für die Battle City Turnierfinale. Hey, ciao, Yugi und Mai. Super, wir haben alle sechs Locator-Karten. Kaiba, Chao, Yugi und Mai waren die ersten vier Duellanten, die Finale erreichten. Der fünfte Finalist kam bald. Es war Marik, mit dem falschen Namen Namo. Er freundete sich mit Thea und Joey an während des Turniers. Sein Plan ging auf. Yugi, lerne unseren Freund Namo kennen. Ich habe von dir gehört, Yugi. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Jeder Freund von Joey und Tina ist ein Kumpel von mir. Ich bin so glücklich, von so einer einladenden Menge umgeben zu sein. Ich hoffe nur, jeder, den ich heute Abend kennenlerne, ist so freundlich wie ihr Leute. Hey, das ist Bakura. Was macht er hier? Was machst du mit einer Duel Disc? Wie könnte ich sonst sechs Locator-Karten gewinnen und in die Finale kommen? Wiederhol das eine Sekunde. Wann bist du das Turnier beigetreten? Beigetreten? Wie hast du es den ganzen Weg bis zu dem Finale geschafft? Der siebte Finalist kam gerade rechtzeitig für Bakura, um das Thema zu wechseln. Hey, schau, es ist der siebte Finalist. Der Kerl kommt mir bekannt vor und das ist eine Visage, die man nicht vergisst. Deinen Namen? Ich bin Marik. Mariks Handlanger Orion übernahm Mariks Namen, um Mariks wahre Identität zu verbergen. Es war alles Teil von Mariks Plan. Ich werde deine Gedanken kontrollieren, den Hintern treten. Du bist kein Problem für mich, Dummkopf. Der einzige Grund, warum ich dich nicht jetzt aus deinem Umhang schmeiße, ist, damit ich meine Energie spare, um dich in den Finale fertig zu machen. Verstanden, Kumpel? Ich glaube, ich habe ihm Angst gemacht, Yugi. Nun, da die sieben der acht Finalisten da waren, gab Kaiba bekannt, dass, obwohl die Locator-Karten, die sie zu dieser Stelle führten, es nicht der Ort von den Battle City Finals war. In diesem Moment kam Kaibas Luftschiff. Sobald sie an Bord waren, war es Zeit für das erste Duell zwischen Yugi und Bakura. Yugi wusste, dass etwas nicht richtig ist mit Bakura. Ich weiß, das ist nicht Bakura. Es ist der böse Geist des Millennium Ring und ich wette, er ist immer noch nach den sieben Millennium-Gegenständen. Das Duell wird härter, als jeder denkt. Ich muss es gewinnen. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Bist du bereit, alles zu verlieren? Warum die ganze Aufregung? Was ist um Bakuras Hals? Name, es ist irgendwie schwer zu erklären, aber das ist nicht wirklich Bakura. Weißt du, Yugi und Bakura haben beide diese echt alten Objekte, die magische Kräfte haben. Yugis Gegenstand ist gut, aber Bakuras Gegenstand ist schlecht. Denn ein böser Geist lebt in seinem. Also willst du mich sagen, das ist ein böser Geist, der sich gegen Yugi duelliert? Das ist schwer zu glauben. Das Team hatte keine Ahnung, dass Namo eigentlich Marik war, upala, und dass der böse Geist, der Bakura besaß, für ihn arbeitete. Nun, da die Einführungen vorbei und erledigt sind, warum beginnen wir nicht mit diesem Duell? Ich spiele gerade jetzt mit meinem Stift, das habt ihr gerade gehört. Wir nehmen natürlich das Geschichte-Deck. Wir kämpfen jetzt mittlerweile zum zweiten Mal gegen Bakura, ne? Yay! Das Ding hat uns wieder verarscht. Wir spielen als Erster. Was wollte ich sagen? Oh ja, lol, fängt ja schon mal super an. Ich kann nichts legen, außer meinen Riesensoldaten. Ich habe auch keine Fusionskarten. Schon mal super. Mystische Box. Wähle ein Monster, das den Gegner kontrolliert und ein Monster, das du kontrollierst. Zerstöre das erstgewählte Ziel, dann übergibt deinem Gegner die Kontrolle über das zweitgewählte Ziel. Okay, setzen. Haben wir nur dunkle Magier, dunkle Magier und Buster Klingenkämpfer. Wir können alle drei nicht legen. Somit. Nicht mal, wenn wir den einen jetzt opfern. Weil wir dafür zwei brauchen. Dankeschön, du Penner. Warum konnte der jetzt eigentlich angreifen? Gassel, König der mystischen Bestien. Na, das ist doch super. Der 1500, der 1450. Da sieht mal einer an. Achso, halt. Ich muss erst in die Battlephase. Tschüss. Bakura ist halt echt ein Gegner, den man nicht unterschätzen sollte. Wir haben ein bisschen Angst vor ihm. Ja, genau. Aber ich könnte jetzt theoretisch einen Effekt.
Diese Karte hält 500 Attacke für jedes Monster vom Typ Drache, das dein Gegner kontrolliert oder das sich in seinem Friedhof befindet. Ist das ein Drache? Ein Unterwäldler? Dich weiß ich nicht. Du bist kein, du bist ein Fels, du bist ein Ungeheuer. Diese Karte hält 300 Attacke für jeden dunklen Magier oder schwarzen Magier in den Friedhöfen beider Spieler. Ja. Okay, Jo. Ich mach einfach mal Jo. 1, 2, zack, weg. Battlephase. Angreifen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was das für ein Deck war. Was das für ein Viech war. Ich war damit beschäftigt, den Effekt zu lesen. Man dürfte jetzt eine Karte ziehen mit 1500 oder weniger Angriffspunkten. Na, das ist nicht gut. Ich mag keine verdeckten Karten. Komm mal, der Magnetkrieger. Ich habe halt echt Angst, ihn zu verlieren. Ach, er darf sich jetzt wieder. Er holt sich immer wieder das Viech. Warum? Gott sei Dank. Ich dachte jetzt, er hat irgendwas für einen direkten Angriff. What? Ach, scheiße. Würde ich gerade sagen, aber die hatte nur 2200. Aber klar, ich habe ja den auf der Hand gehabt. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen werden. Muss erste Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen, indem du drei Monster vom Typ Unterwälder von deinem Friedhof verbannst. Während der Endphase, falls diese Karte im Friedhof befindet, weil sie in diesem Spielzug durch die Karte eines Gegners. Solange sie eine Monsterkarte war, die du kontrolliert hast, wähle ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, rüste das gewählte Ziel mit dieser Karte aus, solange diese Karte durch diesen Effekt eine Monsterart überwindet hat. Das ist irgendwie schlecht. Das ist doch jetzt, wenn ich den mit dem angreife, kriegt er das, ne? Probier es einfach mal. Ja, okay. Irgendwie ungünstig jetzt alles hier. Was war das denn jetzt? Okay. Ah, ich kann ja nichts anderes machen. Ich muss ja irgendein Monster hier hinsetzen. Ist irgendwie nicht so gut hier. Jetzt opfern können. Kann ich das jetzt doch machen? Lol. Nicht jetzt. Geile Scheiß. Okay. Ich dachte jetzt nicht, dass das geht. Oh nee. Oh lol. Oh, das freut mich aber jetzt. Oh, Kuribo. Damit könnte ich, glaube ich, jetzt geilen Scheiß machen. Wenn das so funktioniert, wie ich denke. Moment. Ich will ihn zurück, bitte.
In Angriffsposition. Jetzt. Oh nein, den wird jetzt abgezogen. Oh, schade. Ich dachte, ich kann jetzt voll Schaden zufügen. Oh, fuck. Okay. Ich dachte, sie kann jetzt voll Schaden zufügen, weil Kyubi ja bloß 300 Dingpunkte hat. Oh Mann. Oh, nicht dein Ernst jetzt. Okay. Wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff tituliert, wähle das angreifende Monster, annulliere den Angriff und falls du dies tust, füge deinem Gegner Schaden in Höhe seiner Attacke zu. Uhuhuhu. Okay, ich würde gerne in die Battle-Phase. Er kann mich ja nicht kaputt machen mit dem Viech. Ach nee. Ach so, das ist das komische Ding, okay. Ach, stummig. Kommt doch kein Schwein mit. Diese Karte verbleibt für zwei Spielzüge deines Gegners auf dem Spielfeld. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, kann kein Monster angreifen. Fuck you. Na gut, ich kann ja nicht angreifen jetzt, ne? Ja, geht nicht. Oh, Mann! Hallo. Was hat denn der schon wieder für einen Effekt? Falls diese Karte als normale Beschwörung beschworen wird, wähle ein Monster, das dein Gegner kontrolliert. Während deiner dritten Standby-Phase nach der Aktivierung dieses Effekts zerstöre das Monster. Diese Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden, solange es das als zielgewählte Monster auf dem Spielfeld liegt. Aha, was habe ich jetzt? Rüste nur dunkle Magier oder dunkles Magiermädchen mit dieser Karte aus. Er oder es. Schön. Jetzt sehen wir, wenn diese Karte... Okay. Hilft mir wenig. Ich kann auch wieder nicht angreifen. Schön. Kann immerhin wieder angreifen. Magische Hüte. Während der Battle-Phase deines Gegners bestimme zwei Zauber- und Fallkarten von deinem Deck und ein Monster, das du kontrollierst. Beschwöre sie als Spezialbeschwörung als normale Monster in die verdeckte Verteidigungsposition. Setze das bestimmte Monster, falls es offen liegt, und mische es hier auf dem Spielfeld. Die zwei von deinen deckbestimmten Karten werden am Ende der Battle-Phase zerstört und können nicht auf dem Spielfeld bleiben, außer während dieser Battle-Phase. Okay, ich habe kein Wort verstanden. Aber ich kann wieder angreifen. So. Alles ungünstig hier. Es lief so gut. Ich kann ja nichts beschwören. Oh nee. Da
konnte sich jetzt eine Fallenkarte aussuchen und die oben auf sein Deck legen. Dankeschön. Ja, genau. Hab halt noch 5 davon. Ich bin tot. Achso, nee. Will ich nicht. Alles ungünstig hier. Kann ich da nicht... Nee. Wähle ein Monster, das dein Gegner kontrolliert. Falls du in diesem Spielzug ein Monster als Tribut anbieten musst, du das gewählte Monster als Tribut anbieten. Scheiße. Nee. Als ob du es kontrollieren würdest. Du kannst in dem Spielzug, in dem du diese Karte erwirkst, keine Battlephase durchfügen. Okay. Ich kann theoretisch Effekt aktivieren. Nein, musste das offen liegen. Oh, wie scheiße ist das denn? Ach, fick dich doch. Lol. Jeder Spieler wirft seine gesamte Hand ab und zieht dann dieselbe Anzahl Karten, die er abgeworfen hat. Das hilft mir jetzt auch wenig. Ach, ihr verscheißert mich doch. Ja, genau. Schön. Ich hab nix. Diese Karte. Toll. Leck mich. Aber schön, dass ich gezogen habe. Macht mich. Leg aus deiner Hand ab. Ja, toll. Hilft mir unendlich weiter. Ja. Ist halt immer noch scheiße jetzt. Sie kann halt immerhin nicht angreifen. Das ist doch schon mal super. Die 3 und Runde, ich habe immer noch kein Monster auf dem Deck. Auf dem Feld. Ja, Gott sei Dank. Dankeschön. Meine Fresse. 1400. Was kann ich denn kaputt machen? Ihn nicht. Ihn. Hat der einen Effekt? Was ist gerade, als eine Marbeschwörung beschworen wird? Wähle ein Monster, das der Gegner kontrolliert. Achso, jetzt wird er nicht beschwören. Beschworen. 1400, 1300. Du kannst eine zufällige Karte von deiner Hand auf den Friedhof abwerfen. Zerstöre alle als Spezialbeschwörung Monster auf dem Spielfeld. Spielfeld. Kein Spieler kann Monster Spezialbeschwörung beschwören. Okay.
Ich bin richtig glücklich darüber. 1200, 500, weiß ich nicht. Nein, aber die sind alle schwächer als mein Ding. Okay. Was habe ich? 1400. Nein. Jetzt habe ich ihr verloren. Oh, fuck. Verloren. Ach, scheiße. Ja, greif oft an, zu gewinnen, bevor Schicksaltafel abgeschlossen ist. Ach, dankeschön. Neue Karten bei Jaugen der Spirits. Konzentrationspunkte verdient 682. Nochmal. Wir überspringen. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Komm rein. Wir hätten die nicht angreifen dürfen. Ja, schön. Wow. Ich habe halt nichts zu... Sorry. Wenn eine Fallkarte aktiviert wird, zahle 1000 Life Points, annulliert die Aktivierung und... Ui, wir können doch was legen. Aktiviere diese Karte, indem du ein Monster wählst, das der Gegner kontrolliert. Es kann weder angreifen noch seine Kampfposition ändern. Wenn das Monster zerstört wird, zerstöre diese Karte. Wir beschwören erstmal Gazelle. Und wir riskieren einfach. Yay. Endphase. Oh nee, nicht dein Ernst, jetzt schon. Das hätte ich eigentlich gerade legen müssen, ne? Boah, wie dumm. Das war dumm. Okay. Achso, ich kann gerade nicht angreifen, ne? In den blöden Käfig. Gut. Kann ich das eigentlich auch... Ich probiere es nachher aus. Verbanne eine zufällige Karte verdeckt von der Hand deines Gegners. Gib die Karte während der vierten Standby-Phase deines Gegners nach der Aktivierung dieser Karte wieder auf die Hand zurück, wahrscheinlich. Ja, angreifen kann ich immer noch nicht. Okay, geht leider nicht. Ja, das ist blöd. Nächstes Zug habe ich verloren. Oh, wisst ihr noch mal eine Animation, bevor ich verliere? Das ist doch auch schön. Jo, Endphase gewonnen. Ja. Neuer Kartenpreis Geisternachricht L. Konstellationspunkte verdient 578. Wir machen direkt nochmal. Also ich blöd, ist es für euch gut, je öfter ich das Duell verkacke, desto... Ich bin doch am Arsch. Desto länger wird die Folge.
schön. Falls du ein offenes, dunkles Magiermädchen kontrollierst, beschwöre ein dunkles Magiermädchen der Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck. Das ist schon mal schön. Können wir schon mal setzen. Und das war's. Mehr kann ich nicht tun, weil... Scheiße. So. Schön. Ich habe jetzt in den nächsten drei Runden. Ach, fuck you. Wenigstens keine Punkte. Alter. Wir machen weiter. Ich habe verloren. Schön. Ey. Toll. Jetzt kriege ich was. Super. Ja, das ist doch Rotz. Mann, neue Karte, Preisüberläufer. Konzentrationspunkte verdienen 720. Mann.